Willkommen wieder bei einer Folge The Last of Us Part 2. In der nächsten Folge wollte ich in das Gebäude da vor uns heute hineingehen, aber vorab wollte ich nochmal gesagt haben, ich versuche die Videos in 2K ab jetzt auch hochzuladen, weil ich gemerkt habe, auf 1080p kommen manche Sachen nicht so gut rüber. Und wenn jetzt noch irgendwas grafisch weird ist, ich habe keine PS4 Pro. Ich spiele seit Anfang an auf der normalen PlayStation 4 und muss sagen, dafür läuft es verdammt schön und es sieht verdammt toll aus. Also ich merke eigentlich wenig Unterschied. Trotzdem hätte ich gerne eine Pro. Dann habe ich die Lichtverhältnisse und so endlich vernünftig angepasst. Ihr seht schon, wenn ich reingehe, ihr seht vernünftig was in dem Raum. Irgendwas stimmte mit den Lichtverhältnissen auch gar nicht. Und das ist jetzt alles soweit richtig und gefixt. Und damit willkommen, liebe Leute. Eine wichtige Sache müssen wir machen, deswegen hoppi hoppi, auf geht's zum Pferdi, Beinbruch. Und zwar muss ich nochmal zur Bank, da zeige ich euch gleich, was ich da holen werde. Gestern kam leider keine Folge, wenn ihr heute eine Doppelfolge wollt, Leute, denkt dran, ein Like da zu lassen. Ich würde mich freuen, würden wir 10 Likes heute schaffen auf diese wunderbare Folge. 10 Likes, Leute, kommt schon, 10 Likes ist doch machbar, 10 Likes, Freunde. Das wäre nice, Mann. 10 Likes. Tatsächlich ist The Last of Us ja richtig übersättigt auch auf Twitch und YouTube. Ist halt also Auswahl groß. Ne? Auswahl sehr groß, sage ich mal so. Drücke R3, um die Taschenlampe anzumachen. Hier hinten im dunklen Tresor habe ich was vergessen und übersehen. Das habe ich im Livestream gesehen, dass ich hier noch was looten konnte. Was ich irgendwie hier einfach ignoriert habe. Naja, ich habe nämlich auch live gestreamt. Auf diesen, im Livestream bin ich genauso weit wie jetzt gerade hier. Und ich habe vergessen, dass ich was looten konnte. Und zwar dieser Ring. Ein cooler Ring. Was steht denn da drauf? Sic Parvis Magna. Komische Zahlen. Oh, kommt mir irgendwoher bekannt vor, denn das ist ein Ring aus Uncharted. Ein Uncharted-Ring. Kleines Easter Egg. Oh, hier war noch Muni. Ja, finde ich sehr schön. Ein kleines Easter Egg zu Uncharted nochmal. Und wir gehen jetzt Richtung da, wo ich hin wollte. Wir gehen in das Gebäude vor uns jetzt heute. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erklärt oder ob ich das nur im Livestream erzählt habe oder auch hier. Wir haben hier den Dr. Ackman gefunden als Karte. Und wenn man Dr. Abkürzung, also klein schreibt, DR, ne, die Abkürzung DR, Doktor, und Ackman dazu, heißt das Druckman. Und das ist angelehnt an den Uncharted, Last of Us Schreiber, ne, der Druckman, der hat das ja hier mitgemacht. Vize-Senior-Präsident Naughty Dog, irgendwie sowas. Ich habe gar keine Ahnung gerade, was er genau war. Aber Last of Us ist sein Baby, auf jeden Fall. Haben nochmal geguckt, Vizepräsident ist er. Und dann, ja, so sieht die Karte auch aus vom Gesicht her, genau wie er. Dr. Ackman, Druckman, eine kleine süße Anlehnung. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte im Let's Play. Im Stream habe ich es erzählt. Erzählt ausführlich. Und ich fand das ganz funny. So, und damit willkommen jetzt endlich. Kurz was nachgeholt und heute gehen wir in das Haus. Aber was finden wir hier erstmal? Ah. Krass. Setze eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben und erledige sie dann mit Schlagangriffen. Ja, kann man mitnehmen. Eine Schockbombe. Rezept Schockbombe freigeschalten. Haben wir noch ein Zettelchen? Wie alt der Zettel ist, weiß ich auch nicht. Moment. Kurz das hier richtig gemacht. Nicht, dass hier wieder welche Soundfehler sind. Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann am Anfang schon nicht mehr lesen. Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Ward. Sergeant. Spring und 5. Ja, immer noch rachige Lüste in mir. Ich werde die alle fertig machen. Das wird sehr nice, Freunde. Nichts. Na, ja, auf dem Schwierigkeitsgrad habe ich ja schon erzählt. Vorräte, Mangelware. Das merkt man sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber umso lustiger vielleicht klarzukommen auch hier im Spiel. Wenn man halt ein bisschen mehr aufpassen muss. Ich schätze mal, entweder wir könnten da rein.
Wir können aber auch richtig da runter. Ah, so viele Wege jetzt. Die Frage ist dann natürlich, welcher Weg ist der richtige? Einfach gegenschießen, oder nicht? Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Verdammt. Shit. Jetzt hätte. Ich hätte hochgehen sollen. Mist, Mist, Mist. Ich weiß gar nicht, was ich als Munition noch dabei habe. Wir haben die Pistole. Vorsicht, Vorsicht! War nicht so clever. Ich wollte eigentlich nur gucken, was ich an Munition dabei habe. Und wollte sagen, nicht viel. Hä, ich hatte doch in der letzten Folge Revolvermunition gefunden und so. Ich erinnere mich daran. Wo ist die hin? Hatte das nicht vernünftig gespeichert? Muss ich die nochmal holen, theoretisch? Ist ja dann nicht so nice, ne? Da muss ich jetzt nochmal vielleicht gucken, ob ich da reingehen kann. Später. Vielleicht ist ja noch Loot, den ich jetzt übersehe, weil wir hier hinter sind. Aber muss ich sagen, ärgert mich schon ein bisschen, dass ich jetzt... Wofür könnte ich denn die Munition aufgegeben haben? Revolvermunition. Scheiße, pass auf! Nicht gut gewesen. Ja, ich habe mich sehr schnell irgendwie erwischen lassen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Das ist die Verwirrung. Das ist einfach die Verwirrung. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Danke, Spiel, für den Tipp. Die Bauchlage. Das ist so Sachen, die vergesse ich wieder. Weil ich das aus Teil 1 überhaupt nicht mehr im Kopf habe, dass es das jetzt hier gibt. Die Bauchlage. Tut mir leid, Leute. Ich lerne auch immer wieder dazu und weiter dazu. Die Bauchlage. Es ist zwar egal, ja, aber mir nicht. Ich kann jetzt hier schön in Bauchlage mich durch das hohe Gras schleichen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut, solange du wild bist. Du musst nur an das Herz der Karten glauben, dann läuft das. Ah, juhu. Wir müssen ein bisschen Munition sparen. Eben hätte ich halt meine beiden Schrotflintenschuss verbraucht. Deswegen würde ich sagen, schleich dich einfach mal weiter. Lass den da hinten sein. Wir haben jetzt Zeit. Wir haben ja genug Zeit, alles zu machen, zu gucken. Ist hier noch was Schönes? Nein. Okay, dann gehen wir da direkt mal hoch. So. Immer mit der Ruhe. Damit haben wir ordentlich Munition gespart. Das ist sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, was erwartet uns jetzt da drinne? Das ist ja nicht mal groß. Die haben da improvisierte Gefängnisse irgendwie oder Zellen. Oder sind die immer hier? Nee, oder? Vielleicht ja doch. Das sieht irgendwie nicht gut aus, muss ich sagen. Wie so eine Kampfarena im ersten Moment. Wenn ja, das wäre nicht optimal. Also gar nicht. Ich habe nämlich keine Muni. Hey, Ellie, ja? Hier ist eine Synagoge. Was heißt das, Mann, hä? Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Ich fand den gut. Ja, ich fand den witzig. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück.
Warum warst du hier? Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. So alt sind wir doch noch gar nicht. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das... Es ist schon so alt, es ist doch über 20 Jahre her. Und den Holocaust? Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Ah, ich weiß, was sie meint. Ich weiß, was sie meint. Ja, bist ja immer noch am Leben, ne? Respekt. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Wir könnten ja gegen den Tank gegenschießen und dann schauen, wie was passiert. Höret, höret. Mein Name ist Ellie von den geweihten Landen in Seattle. Ich bin hier, um alle Menschen zu töten, die böse waren. Kein Richter, der mir zuhört und sagen könnte, yo, Bruder, du hast meinen Segen. Do it. Nee, niemand. Nada, niente. Nicht meine Ente. Wie gesagt, alles kann ich gebrauchen. Vor allem, um mal wieder ein Medikit zu machen. Ja, das wäre ja auch sehr gut. Dafür fehlen mir aber noch einige Sachen. Wir könnten vielleicht gucken, ob wir das hier öffnen können. Kannst du bestimmt durchgreifen, oder? Da einfach von. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja, aber du kannst doch durchgreifen, guck. Da, nein. Hast doch, das ist noch riesen Gitter und du hast dicke Finger. Wer hat das aufgebrochen? Fragen wir nicht nach. Gehen wir einfach durch. Okay. Da ist die Revolver-Muni wieder. Wo sind die anderen zwei Schuss? Habe ich die verbraucht? Oder hat die nicht gespeichert und die liegen noch? Ich gehe nochmal später gucken. So, da kann man dann rüber. So, erstmal mache ich die auf. Nee, mache ich nicht. Ja, darf ich nicht. Ne, dann gehe ich jetzt hier rüber. Ich sperre mich mal hier ein, ne? Benzin. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? War aber irgendwie klar. Glück im Gerichtsparkhaus. War aber irgendwie klar. Schade, Mann. Verschwinden wir hier. Sehr, sehr schade, Mann. Du bist ja eingesperrt, ne? Wie bist du jetzt hier reingekommen? Du machst sehr laute Geräusche. Mach doch noch lauter am besten. Noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Joels Grab. Und manchmal. Rede nicht von ihm! Nur so. Rede nicht von ihm! Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Respekt? Kann man hier noch einen Dialog mit ihr freischalten? Nee. Okay, da oben komme ich nur von der anderen Seite hin, was ich letztes Mal meinte. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Dann gehen wir gleich da noch gucken. Aber hier... Da war noch eine Tür, die ich öffnen konnte. Hier, da, da, da. Moment. Ah, das ist nur eine Flasche. Hallöle. Ich bin's, die Ellie. Da scheint nichts zu sein drin in dem Lagerraum hier. Ah. Noch ein paar Schrottteile. Waffen upgraden könnten wir auch mal wieder. Habe ich doch auch letztes Mal gemacht, oder nicht? Verwechsel ich das so? Ich meine, ich habe das alles letztes Mal gemacht. Und trotzdem war jetzt ziemlich viele Teile, habe ich vorhin im Inventar gesehen. Komplett verwirrt. Okay, ich komme hier nicht durch die Türen raus. Ergo müssen wir einen anderen Weg finden. Der vielleicht mit dem Wagen zu tun hat, den wir schieben können. Ja, hier.
Ah, komm mal mit. Ah, aus dem Weg. Heißt und fertig. Bestimmt müssen wir da hoch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ein bisschen laut und das Rädchen wackelt so, ne, so. Aber es geht. Ja, wie geht's? Das hätten wir. Ja, ich bin ja dabei. So, und jetzt können wir da raus. Geh entlang. Bin direkt hinter dir. Oh. Oh, guck mal, ich kann hier irgendwas machen. Hey, was machst du da? Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme. Okay. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Will ich aber gerade gar nicht. Tot. Moment. Wenn ich damit auf den anderen Balkon komme, dann gehe ich nochmal links hoch. Ne? Bevor ich jetzt irgendwas... Ah, ich muss da wahrscheinlich wieder raus. Einfach. Ah, ja, dann ist das ja eigentlich egal. Das ist wahrscheinlich einfach nur als Ausgang gedacht gewesen. Ein Gemälde von einem Apfel. Nee. Granatapfel natürlich. Ne, muss man ja korrekt bleiben. Uralte Schränke. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Also nicht selten und wichtig? Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Ja, aber dann wurde die nicht zerfressen von Motten oder so in all den Jahren? Sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, düsen wir ab, ne? Kann ich damit auch darüber? Was meint ihr? Ne, ist zu weit weg. Ich glaube auch nicht, dass da Loot ist. Schwing dein Ding, Ellie. Und nochmal jetzt. Komm, wir schaffen's. Oh, yeah. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Du bist dran, Dina. You can do it. Einfach ran. Ja, Dina. Anscheinend hält es sogar relativ noch. Na, hol Schwung und rüber. Mega stolz. Wie eine Vogelmutter einfach. Einfach wie eine Vogelmutter. So stolz. Hallo? Wo sind wir jetzt hier? Ah, Pillen. 5774. Leben wir in der Zukunft? Ja. Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Okay. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und bei mir wird immer gegessen. Also ist bei mir jeden Tag Feiertag. Ja. Bei mir ist jeden Tag Feiertag. Ganz genau. Bei uns wird bei mir ist dann jeden Tag einfach Feiertag. Meine Cam muss nochmal gerade hier. So, wir haben noch ein Zettelchen gefunden. Leutnant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Hä, warum das? Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen vielmehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft eine noch stärkere ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten.
Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in einer alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie für immer behüten. Rabbi Tziva Saunderes oder so. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Ja, ne? Ich schau mal ganz kurz. Ich hatte einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Über Joel anscheinend? Okay, noch einen weiter blättern? Oder ist das der neue? Wenn ich an Joel, ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass er sich so an mich erinnert. Er sterbe ich allein. Ist sie alleine gestorben? War ihr Gott bei ihr? War er am Ende bei dir? War er bei Joel? Hab ich es für Joel schlimmer gemacht, weil ich da war? Oder war ich nur anwesend? Er ihm, alles durchgestrichen, mehr als ich bei ihm war. Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz. Ich will den Glauben von Schmerz. Nein. Ich will den Glauben durch Schmerz. Schwierig zu lesen mit den durchgestrichenen Passagen. Ich weiß nicht, wie ich das gut rüberbringe, sag ich mal. Na, ich weiß nicht, wie ich das richtig gut rüberbringe. Aber schöne Zeichnung vom Mottenmann oder so. Aber sie schreibt anscheinend, dass sie denkt, dass sie, ja, vielleicht nur weil sie aufgetaucht ist, es schlimmer gemacht hat und Joel vielleicht dadurch so verletzt, also am Ende, ne? Doofe Gedanken, Ellie. Sehr doofe Gedanken. Du bist nicht schuld. Glaub mir. Okay. Es wäre so oder so nicht gut geworden. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Was glaubt ihr, gibt es im Gerichtsgebäude für leckere Gerichte? Haha. Huhu. Okay, sorry. Komm. Zumindest ist das hier friedlich. So seltsam in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Ich meine, hier war ich aber letztes Mal schon. Oder irre ich mich so? Ich meine, dass ich hier war und hier auch Munition gefunden hatte. Und ein Zettel und so, die sind ja weg. Und hier, als ich dann im Fenster stand, hat sie ja im Tagebuch die Zeichnung vom Pferd gemacht. Deswegen dachte ich, ich war hier schon und habe hier Munition bekommen. Okay. Ja. Mache ich nämlich so mit, ne? Hier ist das gute Gerät. Wir gucken es nochmal an, weil ich mir gerade unsicher bin. Ja. Wenden. Drücken Sie die Spitze des Gerätes auf entblößte Haut. Drücken Sie fest auf das Gerät, bis es klickt. Halten Sie das Gerät 3 Sekunden lang auf die Hautstelle gedrückt. Beachten Sie die Messwerte im mittleren Anzeigefenster. Sie sagt dazu aber nichts mehr. Also hatten wir Heavy Weird, dass das beim Neuladen ein paar Sachen so komisch gespeichert worden sind anscheinend. Das ist einfach merkwürdig. Ich weiß nicht, was das Spiel für einen Plan hatte. Aber erstmal muss ich überlegen, was ich am besten upgrade. Ich habe so viele Waffen und war so wenig Teile. Wir könnten die Schrotflinte ein bisschen verbessern. Bessere Feuerrate. Rückstoßstabilität. Ja, ich überlege, ob ich erstmal vielleicht das Jagdgewehr oder die Pistolen ausbaue. Ich kann mir vorstellen, die Pistolen auszubauen. Komm, wir bauen auf jeden Fall den Revolver aus. Zum Ehren von Joel. Da, Rückstoß verringern. Machen wir erstmal das. Dick ausgegeben. Das ist immer ganz gut. Dann machen wir ein bisschen polieren hier, ne? Auch schon gut mitgenommen.
Verwende eine Nachladegeschwindigkeit ist gut. Ersetzt den Lauf, um stärkere Schüsse abzufeuern. Plus Schaden. Plus Genauigkeit. Das nehme ich. Hallo, Mega-Revolver. Oh yeah. Ja, da bin ich doch mal zufrieden mit dem Revolver. Zwar nur 2 Schuss leider. Nachladegeschwindigkeit können wir demnächst auch mal erhöhen, aber... Damit kann man bestimmt einen Klicker jetzt one-shotten vielleicht. Denn die sind das größte Problem. Die Klicker. Wo ist denn unser Pferd da? Okay, Dunkel. Wir müssen zu Hause haben, oder? Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Ich habe Essen für später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht? Doch, und ich weiß, dass ich dachte, wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich hab nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Gate Rest 2, WLF. Wo willst du hin? Da hinten ist was. Hier ist tatsächlich was. Schreib's mal auf die Karte. Ist hier noch was drauf? Nee. Wir gucken dann mal auf die Karte. Keine Angst. Verwende den Torcode. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie Gate West 2. Gate West 2. Moment, Karte von Seattle? Achso, das ist bei der Karte, da ist dieses geupdatet. Fragezeichen. Ja, habe ich gefunden. Wo waren nochmal meine Notizen? Brief, Karte. Isaac Befehle vielleicht? Flüchtlingsnotiz? Ah, hier, Torcode. West. 2 0 4 5 1 0 4 5 1 0 4 5 1. Zack. Oh, 17 neue Teile. Ein Verbandskasten. 2 Schuss für die Schrotti, alles 20 Pillen und nochmal eine Sammelkarte. Hat sich gelohnt. Flo. Flo vielleicht? Wegen, ich weiß nicht. Echter Name Olga. Die Olga. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Society of Champions. Olga Kuznetsova. Ne, hier weiß man Bescheid. Macht ihren Abschluss an einer namhaften Sci-Tech-Universität als Beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschung über die dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete, dass die Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, die Experimente zu sabotieren, mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein im Wasserdampf verschmolz. Jetzt ist sie in der Lage, ihre Seele in jeder Art von Gewässern zu kanalisieren und Objekte in jeder Form von Wasser zu beschweren, sofern eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Heldin. Ausgezeichnet. Wir haben noch mehr Schuss für die Schrotflinte. Das heißt, da sind wir schon mal ganz gut dabei. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten, den ich, denke ich, direkt verwenden werde. Ich gucke nochmal wegen dem Pin. Ah, wir können skillen. Erhöht die maximale Gesundheit. Das kriege ich zuerst und dann nehme ich jetzt nochmal. Ausgezeichnet. Sehr, sehr gut. Ich glaube, Schimmer wird krank. Warum? Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Oh, den Wissen hast du schon mal gemacht, glaube ich. Komm schon, der war doch gut. Ich dachte, vielleicht kann man das öffnen. Kommt man dahinter? Nein. Leider nicht. Leider nicht.
Weil da ist so ein Loch, ne? Hey, ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Nein. Oh, ja, gute Arbeit. Hab ich nicht gesehen. Wo ist es? Karte, okay, so. Guck natürlich nochmal, ob hier hinten was ist. Schaut aber nicht so aus. Hier ist vielleicht noch was Schönes drin. Oh ja. Die guten Teile zum Waffen-Upgraden nehmen wir natürlich mit. Wanted-Bilder. Erkennst du jemanden? Nein. Die sind zu alt. Die Gruppe, die nach Jackson kam, wären damals Kinder gewesen. Ich bin schlau. Hey Davis, such in unseren alten WLF-Versteck nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Serena. Serena wahrscheinlich. Und mach dir keinen Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns drum, Mike. Ein Schuss. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Ja. Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was für Kenner von wegen. Das ist eigentlich auch immer. So, hier. Gib mir den Alkohol. Moment, ich hole erst die Karte. Wow. Big Blue. Im Wal. Richtig coole Karte, hä? Schönes Artwork. Big Blue, echter Name unbekannt, Intelligenz 100, Muskelkraft 80. Big Blue ist ein Wesen aus einer anderen Dimension, das das Erscheinungsbild eines Blauwals angenommen hat. Es kam vor über 1 Milliarde Jahre auf die Erde, um über die im entstehenden begriffene Lebensform zu wachen. Und nutzt seine unendliche Quelle des Wissens, um die Menschheit in Zeiten der Not und des Umbruchs zu führen. Sein unfassbares Alter hat einen großen Nachteil. Tage erscheinen ihm wie Mikrosekunden. Dieser Zeitverzerrungseffekt wird jedoch aufgehoben, wenn es die Luft anhält, was es mehrere Jahre am Stück tun kann. Crazy Blauwal. Ich lad mal durch. Hallo? Ich hab mich erschrocken. Wie kommen die bloß überall rein? Keine Ahnung. Aber ich hasse das. Ihr Arschgeigen. Es hat mich komplett erschrocken. Was ist das? Barkos. Ein Schlüssel. Barkos steht drauf. 900 Marion und 6. Wofür ist der? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Sehen wir doch mal nach. Kartenort hinzugefügt. Ich habe mich so erschrocken gerade. Alter Vater, ne? Neben dem Musikladen. Aber trotzdem mega erschrocken gerade, ne? Huiuiuiuiui. Huiuiuiuiui, mein Herz geht immer noch. Für dicke Menschen ganz gefährliche Situation. Okay, Dui. Dann würde ich sagen, ich glaub, da waren wir schon. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Last of Us 2. Daumen hoch, Kommentar, ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns ja, in der nächsten Folge wieder. Schauen wir mal, ob ich dann direkt ins Gerichtsgebäude gehe oder noch woanders ein bisschen gucken.
Weil ich schätze, das im Gerichtsgebäude wird auf jeden Fall Benzin sein. Ja? Bis dann, liebe Leute. Ciao.